Sonntag, den 13. Januar, den letzten Tag der hochkarätigen Turniere um den Kaufland Cup. Organisiert durch den Förderverein für Jugendfußball, das BV Kloppenburg, mit einem besonders engagiertes Orga-Team. Das Spiel in Gruppe A, SC Borgfeld aus der Verbandsliga Bremen gegen eine Kombination von SV Holtinghausen und Emsteck. Die Borgfelder gingen mit 1:0 in Führung. Holtinghausen, Emsteck vereitelte hier das 2:0. Und eine gute Torhüterleistung. Die Mannschaft aus dem Landkreis Kloppenburg trifft zum 1:1. Und eine Rettung auf der Torlinie. Die Kombinationsmannschaft Emsteck-Holtinghausen, Sieger in der Qualifikationsionsrunde, hielten das 1:1 bis zu Ende fest. 1:1 sind die ersten Gewinner auf Emsteck-SC Borgfeld. Dann der Vorjahrssieger VfL Osnabrück gegen TSV Havelse im Rot. Und Havelse aus dem Landkreis Hannover geht mit 1:0 in Führung. Der TSV Havelse im letzten Moment eingesprungen für Kickers Emden, hat dann eine Reise von 2 Stunden und fast 200 Kilometer hinter sich. Osnabrück mit den Chancen auf den Ausgleich, der Ball geht über das Tor. Havelse konnte hier das Spiel entscheiden, doch der 100%ige Schuss wird nicht genützt. Es blieb zum Ende 1:0 für die Mannschaft aus Karlsen in Gruppe B. Der TSV Havelse gewinnt 1:0 gegen die Titelverteidiger des letzten Jahres hier, VfL Osnabrück. Die Mannschaft aus Landkreis Höxter in Nordrhein-Westfalen hatte auch eine Anreise von 3 Stunden hinter sich. Die Mannschaft spielt in der Westfalenliga. Der Gegner Frohnauer SC kam auch von Weitem, nämlich aus der Landeshauptstadt Berlin. Der Frohnauer SC spielt in Schwarz-Grau. Die erste Chance für Brakel, gute Rettung der Torhüter. Und dann fast das 1:0 für Frohnauer SC. Doch dann geht Brakel mit 1:0 in Führung. Und dann doch noch das 1:1, eiskalt verwertet. Der Ausgleichstreffer. Torschütze. Und es bleibt bei diesem ersten Spiel in Gruppe C beim 1:1. Dann in dunklen Shirts ein OM-Mannschaft. Rot-Weiß-Dame, eine der 3 OM-Mannschaften, die andere sind der BV Kloppenburg und die Kombination Holtinghausen-Emsteck. Rot-Weiß-Dame ist der ungeschlagene Tabellenführer, 11 Spiele, 11 Siege in Bezirksliga 4 Weser-Ems. Und sie gehen hier mit 1:0 in Führung gegen HSC Hannover.
doch die Hannoveraner gleichen hier postwendend aus. 1:1. Lattenschuss back für Rot-Weiß Damm. Und am Ende blieb es hier im Spiel der Gruppe C beim 1:1. Dann das zweite Spiel von MSEC Hültinghausen gegen JFV Allerstedt Ottendorf Heslingen aus dem Landkreis Rotenburg an der Wumme. Die Mannschaft, die schon schnell mit 1:0 in Führung ging. Gut antizipiert von der Torhüter. Dann eine große Chance von der Mannschaft aus Landkreis Kloppenburg. Der wird vergeben. Hültinghausen Emsteg hatte einen sehr guten Torhüter. Und hier war er auch dran. Doch am Ende gewinnt der JFV mit 2:0. Dann der TSV Bremerode, ein Stadtteil im Südosten von Hannover, gegen der TSV Havelse. Sehr schön gespielt und der TSV Havelse führt 1:0. Gut durchgesetzt und Bremerode gleich aus 1:1. Und fast die Führung für Bremerode, gute Rettung, Torwart. Und da geht hier mit nach vorne. Schuss und auch hier gut gehalten. Und wieder gut gespielt haben sie, doch gut gerettet auf der Torlinie. Am Ende gewann der TSV Havelse doch mit 2:1 durch den Tor, fast gleich mit der Schlusssirene. Gastgeber BV Kloppenburg geht hier mit 1:0 in Führung gegen Brakel. Auch in Kloppenburger Tor steht ein guter Torwart. Und erneut eine gute Rettung. Und dann nochmal. Ein Konter BVC. Schön herausgespielt. 2:0. Brakel hat eine gute Mannschaft, man ließ das auch sehen. Hier der Anschlusstreffer, toller Treffer, 1:2. Brakel machte weiter. Und hier der Ausgleich, 2:2. Und es kam noch schlimmer für der BVC. 2:3.
Rakel hatte dieses Spiel gedreht, der BV Kloppenburg hat eine 2:0 Führung verspielt. 0 Punkte für der BVC nach 1 Spiel, 4 Punkte für Brakel. Und das nach 2 Spielen. Dann Lohbrügge aus Hamburg geht hier mit 1:0 in Führung gegen Borgfeld. Klar mit Hilfe des Bandes 1:1. Doch Lohbrügge, ein Stadtteil von Hamburg mit 39.000 Einwohnern, gab nicht auf. Und wiederum eine tolle Torhüterparade. Wenn ich hier die Torhüter auf diesem Turnier sehe, braucht Deutschland keine Angst haben, dass sie keinen Nachwuchs von Neuer haben. Trotz guter Torhüter geht Lohbrügge hier doch mit 2:1 in Führung. Doch postwendend folgt hier der Ausgleich 2:2. Und kurz vor Schluss dreht der Borgfeld das Spiel und gewinnt dieses Spiel mit 3:2. Der Vorjahressieger VfL Osnabrück, der überraschend das erste Spiel verloren hat, geht hier schnell mit 1:0 in Führung gegen Süderelbe. Der FC Süderelbe kommt aus dem Hamburger Süden. Und nicht lange danach erhöht der VfL auf 2:0. Doch die Hamburger geben nicht auf. Und verkürzen hier auf 1:2. Doch hier fast das 1:3, aber nur fast. Mit einem Reflex rettet der Osnabrücker Torwart den Sieg für der VfL Osnabrück. Die Osnabrücker erholen sich also von der Niederlage im ersten Spiel. Die JFV aus dem Landkreis Rotenburg an der Wumme gegen Bückburg. Ein Spiel in Gruppe A. Ein Spieler von JFV Allerstedt Ottendorf Heslingen erkämpft sich den Ball und schließt dort ab zum 1:0. Das war gleichzeitig der Endstand. Der Jugendförderverein hat damit nach 2 Spielen 6 Punkte. Dann das OM-Derby in Gruppe C zwischen BV Kloppenburg und Rot-Weiß Damme. Die Damme verpassen hier die Chance auf die Führung. Und hatten hier großen Pech. Zwei Chancen für Rot-Weiß Damme, Dr. BV Kloppenburg geht in Führung, 1:0.
und eine tolle Rettung von der BVC-Torwart. Und der BV Kloppenburg ist sehr effektiv, 2:0. Ballverlust, Dame und eine tolle Kombination bei der BVC. Das führt zum 3:0. Der BV Kloppenburg überrascht in der Meisterschaft in der Landesliga Weser-Ems, stehen sie am Abstiegsplatz. Und dann der mehr als verdiente Ehrentreffer für Rot-Weiß Dammen. Doch am Ende hieß es 3:1 BV Kloppenburg. Dann das Spiel in Gruppe B zwischen TSV Havelse und Süderelbe. Süderelbe spielt in Weiß. Und sie bekommt die erste Chance. Viel Pech für Süderelbe, viel Glück für Havelse. Danach fast aus dem Nichts die 1:0 Führung für Havelse. Dann Freistoß, FC Süderelbe. Und abgefälscht, Ausgleich 1:1. Und noch fast das 2:1 für Havelse. Am Ende hieß es 1:1. Dann in Gruppe A zwei Kandidaten für das Viertelfinale. SC Borgfeld in Schwarz und der Gegner ist JFV Allerstedt Ottendorf Heslingen. Schöner Alleingang. Und guter Abschluss, 1:0 JFV. Doch da ist der Ausgleich 1:1. Das war auch das Endergebnis dieses Spiels. Dann das Spiel in Gruppe C zwischen BV Kloppenburg und Frohnhauser SC. Pech für die Frohnhauser SC. Und der BV Kloppenburg auch in diesem Spiel sehr effektiv 1:0. Und der BVC gewann mit 1:0 und behielt die Chance für den Einzug im Viertelfinale. Im nächsten Spiel geht Rot-Weiß Dammen überraschend in Führung gegen Brakel. Brakel war bis diesem Spiel noch ungeschlagen. Unglückliches Handspiel, 9 Meter für Brakel. Und der wird verwandelt zum 1:1.
Haken machte weiter und hier fast das 2:1. Das war eine 100%ige Chance, aber nicht verwandelt. Auch Rot-Weiß-Sammer bekam eine 100%ige Chance. Auch diese wurde nicht genutzt. Dann geht Brakel doch mit 2:1 in Führung. Brakel traf auch noch zum 3:1. Bevor Damme das 2:3 erzielte, aber da war es nur noch 10 Sekunden zu spielen, also zu kurz. Das BVG Brakel bleibt auch in sein letztes Gruppenspiel ungeschlagen. Dann das letzte Spiel von der BV Kloppenburg und HC Hannover in Gruppe C. Hannover vergibt hier eine Chance auf das 1:0. Und auch hier bekommt man den Ball nicht in die Maschen, aber auch sehr gut verteidigt. Hat eine tolle Aktion und das 1:0 für die BV Kloppenburg. Beim 1:0 blieb es auch. Der BV Kloppenburg im Viertelfinale, der HC Hannover ist ausgeschieden. Das letzte Spiel, was wir von den Gruppenspielen sehen, ist das Spiel zwischen Hammer Spielvereinigung und VfL Osnabrück. Hammer gewann dieses Spiel mit 1:0. Die Paarungen für das Viertelfinale waren JFV Halderstedt-Ottendorf-Heslingen gegen BV Kloppenburg, Hammer Spielvereinigung gegen Hültinghausen-Emsteck, VfL Osnabrück gegen SG Borgfeld und der TSV Havelsen gegen Brakel. Diese Spiele, das Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale sehen wir in dem nächsten Video. Ich sage Tschüss, bis dann, eure Niederländer.